herzliches Willkommen. Wir sind bei Freitag, 28. April 2023, mit Sonne im Stier, mit Mond im Löwen. Die sind zwar heute nicht im Quadrat, aber wie gesagt, ein bisschen unterschiedlich. Wir haben den Merkur im Stier, der rückläufig ist, der aber in guter Verbindung zu Mars im Krebs steht, wobei man natürlich nicht das Gefühl hat, viel zu erreichen und trotzdem schafft man eine ganze Menge. Lasst euch davon nicht beirren, bleibt entgegenkommend freundlich, sensitiv mit Saturn und Neptun in den Fischen und auch mit dem Krebsmars. Das hilft. Uranus im Stier sorgt für Veränderungen, positiv wie negativ natürlich. Wir haben die Venus in den Zwillingen. Gute Gespräche sind möglich, wenn man gut vorbereitet in Gespräche geht und eben auch aufpasst, anderen nicht zu nahe zu treten. Ich wünsche euch einen angenehmen Freitag und dann schauen wir uns an, was die Karten sagen. Herzliches Willkommen. Wir sind bei Freitag mit Sonne, Merkur und Uranus im Stier. Wir haben heute an diesem Freitag den Mond im Löwen, was für dich als Widder natürlich, ich sag mal, sehr beruhigend, unterstützend ist. Wäre da nicht Merkur rückläufig im Stier, der alles, naja, blockiert, langsamer macht, Hindernisse aufbringt, und da sollte man sehr vorsichtig sein. Pluto unterstützt dich, Jupiter im eigenen Zeichen natürlich auch, und die Venus im Zwilling sorgt für gute Kommunikation. Aber auch da musst du darauf aufpassen, dass du eben nicht übertreibst und so ein bisschen sensitiv auf deine Mitmenschen zugehst, weiterhin mit Mars im Krebs, mit Neptun und Saturn in den Fischen. Das Miteinander ist wichtig und da sollte man eben nicht übertreiben. Mars und Uranus sorgen weiterhin dafür, dass man eben, ich sag mal, trotzdem gute Ideen hat und Lösungen findet, ja. Und da ist eben auch Bauchgefühl ausgesprochen wichtig. Was haben wir jetzt heute für den Widder? Eigenliebe. Wie gehe ich mit mir selber um? Das, was ich mit mir mache, das zeige ich auch anderen, beziehungsweise muss ich erst in mir die Stärke finden, Gefühle zu zeigen auch. Aber das klappt sehr gut heute. Das ist sehr schön mit der Herrscherin. Und mit dem Herrscher eine solide Verbindung, sage ich mal. Aber denk dran, es geht halt alles nicht so schnell. Die Veränderung findet statt, aber eben in einem gemäßigten Tempo. Was immer es ist, was du vielleicht auch verändern möchtest, wo du was anders haben möchtest und so weiter, das geht schon voran, aber eben nicht so hastig. Du brauchst Verantwortungsbewusstsein für dich selbst und für deine Mitmenschen. Und du sollst natürlich mitwirken an dem, was sich verändern soll. Und wie du Dinge angehen kannst, du kannst die Menschen nicht verändern, aber du kannst zum Beispiel deine Reaktion auf Menschen verändern oder auch, wie du auf bestimmte Dinge reagierst. Und da bist du dir der Verantwortung schon sehr bewusst. Und ich glaube auch, dass du mit Merkur rückläufig und dieser sensitiven Energie mit Mars im Krebs schon ein bisschen eine andere Vorgehensweise dir auch angeeignet hast. Das ist sehr interessant. Bleib liebevoll, zuvorkommend, herzlich. Und siehe auch, was das in dir bewirkt und was das auch mit anderen macht. Also sehr schöne Energie für den Freitag. Hab einen schönen Tag und dann sage ich mal bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind bei Freitag. Wir haben die Sonne, Merkur und Uranus in deinem Zeichen, was natürlich großartige Unterstützung bedeutet. Allerdings ist natürlich Merkur rückläufig und das bedeutet noch langsamer, noch gemäßigter, noch vorsichtiger, könnte man sagen. Und man kann einfach nichts machen, man kann nicht voranstreben, man kann auch keine Neubeginne starten, man muss mit dem zurechtkommen, was gerade zur Verfügung steht. Dann haben wir den Mond im Löwen. Löwe-Energie ist ja sehen und gesehen werden, ein bisschen Bewunderung wird da auch vielleicht erwartet, also dass man selbst die Erwartung hat, bewundert zu werden. Oder dass jemand anderer eben diese Erwartung hat. Das wird vielleicht mit Pluto und Jupiter noch unterstützt. Pluto ist ein Wassermann, Jupiter ein Widder. Feuerenergie, Temperament, auch ein bisschen Eigensinnes dabei. Wir haben aber trotzdem noch den Mars im Krebs. Wir haben Saturn und Neptun in den Fischen, wie gehabt. Das fördert das Miteinander, das sensible aufeinander zugehen. Die Venus in Zwillingen ist natürlich zwiespältig. Auf der einen Seite kann es gute Gespräche geben. Auf der anderen Seite wird nicht immer alles so ernst genommen oder ist eben nicht langfristig gedacht. Ja, da sollte man eben keine großen Planungen machen.
Wir haben aber jedenfalls eine gute Verbindung zwischen Mars im Krebs und Uranus im Stier natürlich, wo Veränderungen drin sind. Schauen wir uns jetzt mal an, was wir für den Stier haben. Da sind die guten Ideen, die Möglichkeiten, vielleicht auch spontane Ideen, die du umsetzen kannst. Bleib in deiner Mitte, Mäßigkeit, Gefühl und Intellekt im Einklang. Da haben wir dann auch die Selbstfürsorge, die Unabhängigkeit, auch kurz vor einem Durchbruch zu stehen mit den neuen der Münzen. Da ist eben auch deine Erdenergie drin, ja. Kreativität ist da drin, aber auch, dass man zufrieden ist. Das ist ja auch wirklich so ein bisschen das Glücksgefühl, dass man zufrieden ist. Und dann haben wir die 5 der Kelche. Das bedeutet, es gibt Dinge, die kannst du nicht ändern, die sind so. Und andere Dinge, du arbeitest mit dem, was du eben zur Verfügung hast. Also das zu unterscheiden, wo du selber was bewirken kannst und festzustellen, wo das nicht geht, ist schon sehr wichtig, ja, und ist sehr ratsam, dass man die eben auch gut auseinanderhalten kann. Und man kann nichts ändern, was eben nicht zu ändern ist, andere Menschen auch nicht, aber man kann seine eigene Einstellung dazu hinterfragen und vielleicht es auch mal auf andere Weise probieren. Das wäre so eine Idee. Aber wichtig für dich ist, arbeite mit dem, was dir gerade zur Verfügung steht. Damit bist du erfolgreich. Den wünsche ich dir und sag mal bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind bei Freitag. Wir haben die Sonne, den Merkur und den Uranus im Stier, was sowieso schon verlangsamt und dann noch rückläufig im Merkur. Ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, auch gerade für den Zwilling, der so gerne nach vorne strebt und sich für alles und jeden interessiert. Auch die Kommunikation ist stark natürlich mit Venus in den Zwillingen. Das bedeutet aber trotzdem, dass man da ein bisschen aufpassen muss. Nicht alles, was man sich vorstellt, ist auch wirklich möglich, beziehungsweise nicht jeder meint es ehrlich. Und da ist eben auch Neptun in den Fischen, der eine große Rolle spielt. Man stellt sich, wer weiß was darunter vor und ist nachher enttäuscht, weil die Dinge eben nicht so großartig sind, wie vielleicht vorgestellt. Wir haben aber sensitive Energie mit Krebs, Mars und natürlich mit Saturn und auch mit Neptun in den Fischen. Da geht sehr gefühlvoll zu. Der Mond in Löwen weckt große Erwartungen. Und da sollte man eben schauen, was ist wirklich dran und was ist jetzt überhaupt möglich und machbar. Mit Pluto im Wassermann kann es eben auch zu Eigensinn führen, auch bei den Zwillingen, dass man zu viel will, auch mit Jupiter im Widder. Da sollte man sich auf seine Vernunft verlassen und auf, ich denke mal, auch die Gegenliebe von anderen oder das Miteinander, was jetzt eine sehr große Rolle spielt. Was haben wir am Freitag für den Zwilling? Da ist die 5 der Kelche. Da ist, was kann ich nicht ändern und wo kann ich mitarbeiten? Also, wir haben das Bedauern, dass etwas vielleicht nicht geht, aber wir haben immer noch Möglichkeiten, diese Zeit zu nutzen. Da haben wir die 5 der Stäbe, Nervosität, Ungeduld, Unruhe, aber wir haben den König der Kelche. Wenn etwas nicht so schnell geht, heißt das nicht, dass deine Träume sich nicht erfüllen können oder dass Dinge nicht umgesetzt werden können. Es heißt nur, dass man einen langen Atem braucht. Und das fällt dem Zwilling sicherlich schwer. Aber trotzdem darfst du fürsorglich und liebevoll sein, denn da kommt auch viel zurück. Trotzdem bist du heute nicht so wirklich glücklich mit der Energie. Die 4 der Kelche ist so, ach, das möchte ich gar nicht. Oder vielleicht ist die falsche Person auch fürsorglich zu dir, könnte auch sein. Aber es ist wichtig, dass du dich ein bisschen an diese Energie, die wir derzeit haben, naja, anpassen wäre vielleicht zu viel gesagt, aber dass du dich damit ein bisschen arrangierst, das wäre ganz gut, das wäre auch gut für dich, weil wir eben auch mit Neptun immer Gefahr laufen hier, dass man sich was vormacht oder zu hohe Erwartungen an etwas oder jemanden stellt. Das kann sogar man selbst sein, natürlich. Aber geh es langsam an, versuche die Zeit zu nutzen, um Fehler zu vermeiden und die Dinge wirklich deutlich und intensiv zu betrachten. Ich wünsche dir einen schönen Freitag und ich sag mal bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind bei Freitag. Sonne, Merkur und Uranus haben wir im Stier. Wir haben den Mond im Löwen. Wir haben den Mars im Krebs, wir haben Saturn und Neptun in den Fischen und wir haben Venus in den Zwillingen. Dazu haben wir dann noch den Pluto im Wassermann und den Jupiter im Widder. Also ein gutes Mix zwischen allen Sternen, also ich sag mal Energien, Erde, Feuer, Wasser, ja, und Schwerter oder Luft.
Also da ist ein guter Mix drin. Das Beste ist, man geht bei Merkur rückläufig keine Risiken ein. Man hält sich an das, was sich bewährt hat und natürlich auch an die Menschen, die um einen herum sind. Man ist liebevoll, zugänglich und kameradschaftlich, denke ich auch. Familiär, also die Krebsenergie auch, deine Energie. Man sollte es aber nicht einfordern oder man sollte eben auch nicht es voraussetzen, sondern man muss sich immer wieder mit intuitiven Gedanken auf die Gegebenheiten und die Personen einstellen. Was haben wir jetzt für den Krebs an diesem Freitag? Gute Ideen, Kreativität, vielleicht auch Dinge umsetzen, Intuition natürlich, ganz klar, Krebsenergie und die Herrscherin. Also deine Intuition ist wirklich super. Wir haben auch noch eine gute Verbindung zwischen Mars im Krebs und Uranus im Stier. Veränderungen können sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen. Aber nur, und das sehe ich hier gerade mit den fünf der Kelche, wenn du weißt, an welchen Schraubstellen du drehen kannst. Also wie gesagt, man kann nicht alles durchsetzen, aber man kann mit dem arbeiten, was man zur Verfügung hat. Gewisse Dinge, Einstellungen oder Menschen kannst du nicht ändern, damit musst du dich leider abfinden. Aber das sagt dir ja deine Intuition, wo das geht und wo das nicht geht. Wichtig ist, dass du dir selbst treu bleibst, dich nicht wegen anderer oder wegen einer Sache irgendwie verbiegst, sondern dass du dir selber treu bleibst, kreativ bist. Das ist sehr schön, auch in der Rückläufigkeit kannst du auch alte Projekte wieder aufgreifen, die du vielleicht aus Zeitgründen liegen lassen musstest oder ähnliches. Das wäre eine Idee, um sich auch kreativ ausdrücken zu können. Aber du kommst sehr gut voran, wenn auch nicht gerade schnell mit der Rückläufigkeit. Aber Uranus hilft dir und deine Mars-Energie. Also ich denke mal, du kommst sehr gut mit der Situation zurecht und auch gut voran. Ich denke, das solltest du auf jeden Fall nutzen mit aller gebotenen Ruhe und Disziplin und natürlich Geduld. Ich wünsche dir einen schönen Freitag und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind bei Freitag mit Sonne, Merkur und Uranus im Stier. Erdenergie, Pragmatismus und dann ist ja Merkur auch noch rückläufig. Der Mond ist in deinem Zeichen, bestärkt dich natürlich, sollte dich aber nicht zu fordernd oder auch nicht zu eigensinnig machen, denn Pluto im Wassermann und Jupiter im Widder können dazu beitragen, dass du dich überschätzt oder vielleicht auch deinen Einfluss überschätzt. Du solltest da wirklich ein bisschen bescheiden daherkommen. Mit Venus in den Zwillingen gibt es gute Kommunikation, aber die ist nicht unbedingt verlässlich. Deswegen sollte man nicht alles glauben, was man hört und man sollte eben auch nicht, ohne es geprüft zu haben, etwas in die Tat umsetzen. Wir haben Mars im Krebs, sehr fürsorglich, familiär wie immer und das bedeutet eben, das Miteinander ist wichtig und auch das Gefühl, die Intuition. Mars und Uranus, also Mars im Krebs und Uranus im Stier, sorgen für gute und plötzliche positive Entwicklung. Und daran kannst du natürlich auch partizipieren, aber nur, wenn du dich mit Saturn und Neptun eben auch gefühlvoll zeigst. Schauen wir mal, was haben wir für den Löwen? Intuition, sehr gut. Dein Bauchgefühl, ganz viel Liebe, das ist doch schön. Und eine Strategie. Also vielleicht ist ja das schon fast viel zu viel Gefühl und du gehst damit strategisch um. Also ich denke mal, dein Intellekt muss dieser Gefühlsaufwallung auch folgen können. Ja, du sorgst für Stabilität und Sicherheit. Also ich denke mal, dass die Erdenergie und auch die Wasserenergie dafür sorgt, dass eben Pragmatismus, also ich arbeite an einer Sache und die Begeisterung dafür oder die Freude daran, dich eben als Löwen auch beflügeln können, auch wenn du eigentlich ein Feuerzeichen bist und gerne davon galoppierst mit deinen Erfolgen. In diesem Moment ist es aber sehr viel tiefergehend, sehr viel, ja, ich denke mal auch zufriedenstellender, als wenn du das für dich alleine tun würdest. Wenn du es in Gemeinschaft machst, zum Beispiel im Job oder auch für die Familie und die Leute sind begeistert und freuen sich mit dir und du bist Teil einer Gruppe oder einer Familie, dann ist das umso schöner. Und deswegen ist die Strategie eben auch von deiner Seite aus, für Sicherheit und Stabilität auch in den Beziehungen zu sorgen und dich da auch mit vollem Herzen einzubringen. Na, wenn das mal keine schöne Energie für den Freitag ist, ja? Dabei wünsche ich dir viel Erfolg und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind bei Freitag, 28.
April 2023. Wir haben heute ja weiterhin natürlich die Sonne, den Merkur und den Uranus im Stier. Erdenergie ist eine Unterstützung, allerdings ist Merkur ja rückläufig. Das blockiert. Du hast natürlich auch den Neptun in den Fischen, der deine Gefühlswelt ein bisschen durcheinander bringen kann, dich irritieren kann und auch die Laune beeinflussen kann. Wir haben aber auch natürlich den Mars im Krebs. Das sorgt für familiäre Nähegefühl, auch wie gesagt mit der Fischeenergie Saturn und Neptun. Wir haben eine gute Kommunikation mit der Zwillingenergie in der Venus, aber man muss eben sehr genau hinschauen, ob das alles auch der Wahrheit entspricht und langfristig verlässlich ist. Das ist nicht so sicher. Mit Pluto im Wassermann kann es Gegenwehr geben oder der eine oder andere ist ein bisschen zu eigensinnig. Du kannst selber auch zu eigensinnig sein. Wir haben auch den Jupiter im Widder, je nachdem, kann das eben auch zu Sturheit führen. Aber wie gesagt, man muss damit ein bisschen sensitiv umgehen. Man sollte sehr vorsichtig sein, vielleicht auch erstmal schauen, wie die anderen unterwegs sind und wie man damit umgehen möchte. Schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben Erfolg, das ist gut. Dann haben wir die Illusion, die 7 der Kelche und die Kommunikation. Ich denke, dass man dir möglicherweise heute irgendwas verspricht, dir etwas schön färbt, ja. Die 7 der Kelche ist auch die Neptun-Energie, dass man eben, ich sag mal, etwas so richtig schön aufplustert oder schön umschreibt, ja, in der Kommunikation. Wichtig ist, dass du da ganz entspannt bleibst und nach Wahrheit suchst, nach der Realität dahinter, dir nicht irgendwas andrehen lässt oder dich nicht im Nasenring durch die Arena führen lässt. Ich glaube, dass du diesen Erfolg nur dann erringen kannst, wenn du alle Eventualitäten abcheckst und wenn du dich vergewisserst, dass das auch wirklich das ist, was du möchtest und dass da nicht irgendwelche Dinge noch zu beachten sind, die da gar nicht so rüberkommen, die da gar nicht gesagt werden, ja. Was zu vielversprechend sich anhört heute, ist es aller Wahrscheinlichkeit nach auch. Also da sollte man eben einfach mal einen guten Rat fragen oder jemanden mit ins Boot holen, der dich da vielleicht unterstützt oder eben jemanden, der Ahnung von der Sache hat. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg, aber der wird nicht schnell kommen, der braucht Geduld, einen langen Atem und lass dich nicht zu irgendwas verführe, nur weil es sich vielleicht als einen schnellen Erfolg darstellt, den du vielleicht im Nachhinein bereuen könntest. Also schön langsam machen, liebe Jungfrau. Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind heute bei Freitag, 28. April 2023. Wir haben die Sonne, den Merkur und den Uranus im Stier. Das bedeutet eben Erdenergie, Pragmatismus und mit dem rückläufigen Merkur bedeutet es meistens auch noch mehr Verlangsamung und Dinge funktionieren nicht so wie geplant. Oder es gibt irgendwelche Blockaden, mit denen man nicht gerechnet hat. Ich denke, du hast dich schon ein bisschen darauf eingestellt, das ist gut. Wir haben den Mond im Löwen, was dich natürlich sehr anspruchsvoll macht, genauso wie Pluto im Wassermann und auch der Jupiter im Widder. Sei da bitte einfach vorsichtig, ja. Man gönnt dir das, darum geht's nicht. Es kann sein, dass man sich zu weit aus dem Fenster lehnt und damit nicht unbedingt Freunde macht. Freunde macht man sich, indem man familiär entgegenkommt, hilfsbereit und sehr sensitiv ist, zum Beispiel ein Ohr schenkt. Also wenn jemand Kummer hat zum Beispiel, ne, dass man da ein bisschen zur Seite steht. Die Venus ist ja auch in den Zwillingen, was eigentlich auch gut ist für die Waage, aber eben nicht so langfristig bindend erscheint, wie jetzt zum Beispiel die Erdenergie. Also es geht einfach darum, nicht zu versprechen oder sich nichts versprechen zu lassen. Wie gehabt mit der neptunischen Energie und das ist jetzt mit Merkur rückläufig eben auch etwas, wo man seine Ansprüche auf ein Minimum zurückschrauben und das tun sollte, was überhaupt gerade geht. Wir haben den Wagen, das ist die Erfolgskarte, den Wagen in der Spur halten. Wir haben die Nervosität, die Ungeduld, die 5 der Stäbe, natürlich. Und wir haben den König der Schwerter, der Klarheit und Wahrheit möchte. Das ist ja auch deine Energie als Waage. Du möchtest die Dinge geklärt wissen, du möchtest nicht nervös und unruhig sein, aber manchmal lässt sich das so schnell nicht lösen. Wichtig ist, dass du aufrichtig und ehrlich in deinen Beziehungen zu deinen Mitmenschen bist und da eben auch, naja, vielleicht auch offen ein Wort sprichst mit anderen und ihnen sagst, was dich bekümmert oder auch was dich, ja, fahrig und nervös macht,
weil das eben nicht so schnell geht zum Beispiel. Aber ich denke, da kommt liebevolle Energie auch rüber. Mit dem Krebswagen ist es eben wichtig, weder in die eine noch in die andere Richtung zu sehr auszuscheren. Das heißt, weder sich total zurückzuziehen, noch den Partylöwen rauszukehren, sondern ein gesundes Mittelmaß zu finden, auch im Umgang mit anderen, aber auch mit seinen eigenen Ansprüchen. Dann liegst du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ich hoffe, das gelingt. Ich wünsche dir viel Erfolg, gute Gespräche und dann sage ich mal bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind bei Freitag, 28. April 2023 mit Sonne, Merkur und Uranus im Stier. Kommst du normalerweise gut mit klar, aber nicht in der Rückläufigkeit. Das kann schon enervierend und nervtötend sein, wenn irgendwas so gar nicht in die Gänge kommt. Aber bitte halte dich da zurück. Es ist einfach so, dass es allen so geht. Und natürlich die Missverständnisse in der Kommunikation. Da muss man aufpassen, dass man eben, naja, nicht ins Fettnäpfchen tappt. Dabei hilft dir natürlich der Mars im Krebs und auch natürlich helfen dir Saturn und Neptun in den Fischen. Sensitivität, gefühlvoll entgegenkommt, wie gesagt, zusammenhaltend auch. Der Pluto ist im Wassermann und könnte dazwischen grätschen, weil einer aus der Reihe schert oder vielleicht auch du. Dann haben wir den Jupiter im Widder, der eben auch seine eigenen Dinge durchboxen möchte, mit dem Mond im Löwen natürlich auch absolut hohe Ansprüche hat. Und das kann eben sowohl von deiner Seite ausgehen als von jemand anderem. Versuche das auf ein gemäßigtes Maß, auf ein Maß, das eben für alle zufriedenstellend ist, runterzuschrauben. Entweder deine Vorstellung oder die der anderen. Wir haben eine gute Energie zwischen Uranus und Mars, die eben dafür sorgt, dass man trotz aller Behinderungen, sage ich mal jetzt von Merkur, trotzdem noch gute Ergebnisse erzielen kann, eben in der Gemeinschaft. Was haben wir für den Skorpion? Das Rad des Schicksals, da ist die Anpassungsfähigkeit mit drin. Da ist der leidenschaftliche Neubeginn, ja. Und da ist die Intuition. Du weißt und spürst, was geht und was nicht. Du kannst noch so begeistert sein, noch so, sagen wir mal, temperamentvoll und in Flammen stehen. Du hältst dich da zurück, weil du merkst, im Moment ist das einfach nicht die richtige Reaktion. Und natürlich bekümmert dich das, dass es nicht vorangeht. Oder dass du nicht so durchstarten kannst, wie du das eigentlich gerne tätest. Aber deine Intuition warnt dich. Und das ist eben dein bestes Navigationssystem. Übrigens nicht nur für den Skorpion, sondern auch für alle anderen. Es geht darum, vielleicht auch die Leidenschaft bei anderen aufrechtzuerhalten, damit sie eben nicht die Hoffnung verlieren, dass es vorangeht. Es kann aber auch sein, dass du eben selber auch dich so ein bisschen zurückhältst und sagst, hier darf ich jetzt nicht übertreiben, ja. Und das hinterlässt natürlich irgendwo den Gedanken, ich fühle mich so ein bisschen eingeschränkt, auch gefühlsmäßig. Also es braucht schon ein bisschen Disziplin, sich da nicht echauffieren zu lassen, nicht aufzuregen, nervös zu werden. Aber ich glaube schon, dass du trotz allem eben, ja, ich sag mal, die Gemeinschaft, die Familie oder wie auch immer die Gruppe geartet ist, aufrecht erhältst und da eben ein starkes Vorbild bist. Ich wünsche dir dabei gutes Gelingen, viel Erfolg und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind bei Freitag, 28. April 2023. Wir haben die Sonne, den Merkur und den Uranus im Stier. Das ist eine sehr langsame Energie. Du hast das bisher, soweit ich das überblicken kann, sehr gut gemanagt. Jetzt mit Merkur rückläufig wird es noch ein Ticken schwieriger und natürlich auch nervtötender, wenn so gar nichts vorangeht. Aber du kommst damit, glaube ich, ganz gut zurecht. Wir haben den Mond im Löwen, der dich bestärkt, aber bitte nicht dazu aus der Reihe zu tanzen. Momentan wäre das in Merkur rückläufig nicht so gut. Wir haben auch den Jupiter im Widder, der dir einiges erleichtert, aber eben auch keine Alleingänge befürworten sollte. Also passt da bitte auf. Pluto ist ja auch im Wassermann. Also man kann so ein bisschen ja eigenwillig, exzentrisch sein, aber schwierig. Wir haben ja auch noch Neptun in den Fischen, der deine Gefühle irritiert und dich damit eben auch verunsichern kann. Und da kann eben schnell mal was falsch entschieden werden. Lass dich beraten, lass dich unterstützen. Wir haben mit Mars im Krebs eine sehr familiäre Energie, die natürlich auch mit Neptun in den Fischen und auch Saturn in den Fischen zusammenhängt, aber die dir hilft, dass du dich nicht so alleingelassen fühlst und eben aufgefangen wirst. Mit Venus in den Zwillingen haben wir eine gute Kommunikation, aber es
nicht jeder nimmt es mit der Wahrheit so genau. Gerade bei Merkur rückläufig. Schauen wir uns an, was wir für den Schützen haben. Vage Energie, Ausgewogenheit, Diplomatie, nicht in eine Richtung austarieren, sondern schön in der Mitte halten, pragmatisch vorgehen mit dem Ass der Münzen, Stabilität und Sicherheit und liebevolles Entgegenkommen. Also ich glaube, man ist dir auch sehr dankbar, wenn du dein Schütze-Temperament, dein Feuertemperament auch so versuchst im Griff zu halten, auch wenn das vielleicht nicht immer gelingt, aber dein Bemühen wird sicherlich auch gesehen, dass du daran arbeitest. Mit der Königin der Schwerter ist es natürlich wichtig, aufrichtig auch gefühlvoll zu sein. Das heißt, nicht zu versuchen, jemandem Honig um den Bart zu schmieren. Ich glaube, das ist eh nicht dein Ding. Aber es kann natürlich sein, dass jemand anderer das bei dir versucht. Ja, und die Erkenntnis ist da nicht immer so schön, aber es ist gut, es zu wissen. Die Königin der Schwerter steht ja dafür ein, dass du dich selbst erkennen sollst, dass du selbst deine Stärken, Schwächen, dich selbst als Person annehmen und erkennen sollst, ohne irgendwas zu beschönigen, weder im Negativen noch im Positiven. Und da bist du, glaube ich, gut bedient, wenn du sehr liebevoll auch mit dir selbst umgehst und dir sagst, ich habe das bis hierhin gut geschafft, ich schaffe das auch weiterhin. Und ich denke, das ist momentan das Erfolgsrezept für den Schützen. Ich wünsche dir gutes Gelingen, viel Erfolg und dann sehen wir uns, wenn du magst, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Steinbock. Wir sind bei Freitag, 28. April 2023 mit Sonne, Merkur und Uranus im Stier. Ja, gute Energie, Erdenergie, aber Merkur ist rückläufig. Das erschwert auch dem Steinbock das Warten und die Geduld haben und die ganzen Hürden, die da vielleicht auch unerwartet kommen, zu nehmen. Trotzdem sei guter Dinge. Wir haben mit der Krebsenergie eine schöne auffangende Energie, das Kollektiv, die Familie oder die Gemeinschaft mit Neptun und Saturn in den Fischen, liebevolles Miteinander, gute Kommunikation mit der Venus in den Zwillingen. Allerdings sollte man nicht alles immer so für bare Münze nehmen. Es ist momentan vielleicht, aber nicht dauerhaft. Je nachdem, was gesagt wird, schon hinterfragen. Dann haben wir Pluto im Wassermann, was schwierig ist. Wir haben ja auch den Mond im Löwen. Ansprüche können ins Unermessliche wachsen. Man kann, was sich selbst betrifft oder was andere betrifft, ein ungeahntes Anspruchsdenken entwickeln. Auch mit Jupiter im Widder. Und da sollte man sich selbst erkennen, dass das vielleicht nicht so eine gute Idee ist gerade. Wir haben aber mit Mars und Uranus eine gute Entwicklung. Man kommt trotzdem ganz gut voran im Rahmen der Möglichkeiten. Schauen wir uns das mal für den Steinbock an. Stabilität und Sicherheit auch in Beziehungen. Optimismus mit der Königin der Stäbe, auch diese Hands-on-Mentalität. Also ich krempel die Ärmel hoch, ich arbeite daran mit, auch wenn ich manchmal irritiert bin. Das ist auch manchmal das Hamsterrad, wo man sich in so einem Kreislauf befindet, aus dem man möglichst aussteigen sollte. Also es kann durchaus sein, dass du von Ehrgeiz gepackt natürlich sagst, ich kriege das hier alles hin. Das wäre nicht so eine gute Idee der Zeit. Und mit dem König der Schwerter könnte das eben dann auch sein, dass jemand dazwischen grätscht, ja. Oder dass dir jemand sagt, das solltest du nicht tun. Ich glaube, dass du eher dazu neigen solltest, die Dinge zu klären, zu lösen, Lösungen zu finden. Ich meine, mit Mars und Uranus ist das durchaus möglich, wenn du dich nicht zu sehr darin verstrickst, das alles selber machen zu wollen. Ja, da kannst du wirklich in Gemeinschaft eine gute Unterstützung finden. Sei da bitte nicht zu stolz, zu dir auch unter die Arme greifen zu lassen und dir vielleicht auch mal sagen zu lassen, du, ich weiß, wie es besser geht. Das wäre keine schlechte Idee. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg, gutes Gelingen und wenn du magst, dann sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Wassermann. Wir sind bei Freitag, 28. April 2023 mit Sonne, Merkur und Uranus im Stier, Erdenergie. Es geht alles langsamer und mit Merkur rückläufig noch langsamer. Das ist so gar nicht das, was du möchtest. Der Mond im Löwen pusht dich auch noch nach vorne. Und ich denke, mit Pluto im eigenen Zeichen möchtest du das eine oder andere auf die eine oder andere Weise durchsetzen. Sei da bitte vorsichtig. Jupiter im Widder spornt dich auch noch an. Aber es wäre besser, eben keine Alleingänge zu machen, sondern die anderen mit ins Boot zu holen, dich abzustimmen und eben auch Unterstützung zu suchen. Krebs, Mars unterstützt und ist familiär und
Pluto, wie gesagt, ist so ein bisschen eigenständig und eigenwillig. Man muss sich arrangieren, auch mit Neptun und Saturn in den Fischen. Es geht darum, nicht auf anderen Gefühlen herumzutrampeln und natürlich auch sich selbst nicht auf den Gefühlen herumtrampeln zu lassen. Ja, kommunikativ könnte es klappen mit Venus in den Zwillingen. Da können gute Gespräche drin sein. Aber man sollte eben sich nicht zu viel davon versprechen. Der ein oder andere beschönigt was oder malt das in den schönsten Farben aus. Es wird nicht immer so genau genommen. Ja, schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben auch mit Uranus und Mars eine Energie, die einen trotzdem vorankommen lässt. Schau, dass du in deiner inneren Mitte bist mit der Mäßigkeit. Da ist sehr viel Gefühl, sehr viel Liebe drin. Und wir haben den Widerstand. Da kämpfen so zwei Seelen in deiner Brust, nämlich das, der Macher und der gefühlvolle Teil in dir oder der intuitive Teil von dir. Ich habe es gerade gesagt, ja. Also, was sagt dir deine Intuition? Wenn du dich noch nie damit beschäftigt hast, dann solltest du einfach mal irgendwo dich hinsetzen oder hinlegen und einfach mal in dich hineinfühlen. Was fühlst du? Ganz frei von irgendwelchen Gedanken, sondern was kommt da? Ne? Wenn du da sich ganz mal so auf dich selbst konzentrierst, das ist das, was da in deinem Inneren so rumort und gegeneinander kämpft. Ja? Vielleicht kämpfst du auch gegen Gefühle an, die du hast. Ja? Durchaus möglich. Und es ist wichtig, auf deine Intuition zu hören. Was sagt sie dir? Was will sie dir sagen? Wo geht's hin? Oder was soll dieses Gefühl in deinem Bauch? Es hat einen Hinweis für dich oder mehrere. Also es ist wichtig, in seine Mitte zu kommen, seine Gefühle zuzulassen und sich nicht dagegen zu wehren, sondern zu akzeptieren. Akzeptanz ist der erste Punkt zum Wachstum. Ja? Wenn du etwas akzeptierst, was in dir ist, also wie gesagt, Gefühl, Gedanke, wie auch immer, kannst du die Dinge auch in Angriff nehmen, auch wenn das eben erstmal nur innerlich passiert, nicht nach außen hin, und kannst dich selber besser verstehen. Und wenn das ein Weg zu einem, ja, ich sag mal, zufriedeneren Leben ist, solltest du das auf jeden Fall bei Zeiten versuchen. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg, gutes Gelingen und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind bei Freitag, 28. April 2023. Sonne, Merkur und Uranus im Stier. Erdenergie holt dich auch als Fisch auf die Erde. Aber mit Merkur rückläufig sind da schon einige Hindernisse zu nehmen oder Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat, mit denen man ja zu kämpfen hat. Wir schauen uns das mal an. Und zwar haben wir nämlich auch natürlich Neptun und Saturn im eigenen Zeichen, das macht dich eben auch sehr gefühlvoll. Der Mars im Krebs, ja, ist so ein bisschen die Schutzfunktion, die dich vor äußeren Einflüssen auch schützen kann. Diese da wären der Mond im Löwen, Anspruchsdenken, ja, kann auch von anderen kommen, aber durchaus auch von dir selbst. Dann haben wir Pluto im Wassermann, der so ein bisschen den Eigenwill stärkt, genauso wie Jupiter im Widder. Da kann es den einen oder anderen geben, der so ein bisschen eigennützig daherkommt und auch bewundert werden möchte. Aber wie gesagt, das sind Eigenschaften, die durchaus auch einem Fisch bekannt sein könnten. Schauen wir uns mal an, was die Karten sagen für heute, was so wichtig ist für den Fisch am heutigen Tag. Auf dem Teppich bleiben, mit dem Ass der Münzen, ja, das, was dir gegeben ist, was gerade möglich ist zu tun, beobachten und lernen. Ich denke, das hat auch mit deiner Intuition zu tun, zu schauen, wem du da begegnest, wie die Leute so unterwegs sind und bemühe dich um deine innere Mitte mit der Mäßigkeit und kommuniziere eben aus deiner Mitte heraus. Das bedeutet eben, ich denke mal, möglichst neutral. Das heißt, nicht einer Seite zugeneigt, sondern auch von Gefühl und Intellekt geprägt. Ja, also clever, aber auch gefühlvoll, sensitiv, aber nicht zu sensitiv, sondern eben eher, naja, ein guter Rat oder ein guter Hinweis von deiner Seite. Du musst den anderen nicht die Arbeit abnehmen, aber du kannst ihnen zum Beispiel sagen, wie sie es besser machen können. Du hast hier die Intuition, dass du dich ein bisschen mehr darauf konzentrierst, der Beobachter zu sein und weniger einzugreifen. Wie gesagt, hier kannst du einen Ratschlag geben, hier kannst du Antworten geben, aber du sollst nicht direkt eingreifen. Das ist immer eine zurückhaltende Energie, die selber sich eher durch Beobachtung weiterbildet, könnte man fast sagen, ja. Also da eben auch, ja, die Gefühle einfach mal so fliegen lässt und die Energien aufschnappt und daraus eben die Dinge empfängt, die vielleicht gerade nicht ausgesprochen werden, ja. So ein bisschen das Zwischenmenschliche und auch das, was tatsächlich hinter dem eigenen Verhalten
also auch steckt. Und da finde ich das ganz gut, dass du das auch vielleicht kommunizierst und aber freundlich und liebevoll bleibst. Also bleibe in deiner inneren Mitte. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder.